In den Klöstern ist all das verwirklicht worden, was sich die junge Generation für eine bessere Zukunft wünscht. Ein Leben im Einklang mit der Schöpfung, Nachhaltigkeit, Spiritualität. Und auch das, Stille. Dieser Ort hier ist ein besonderer und auch hier hat das alles stattgefunden. Sie waren Selbstversorger, diese Mönche. Es gab hier den Schafstall, hinter der Kirche die Obstgärten. Und jetzt ist der Ort, dieses Kloster Bergfried, seit 15 Jahren vergessen und verlassen. Leerstand. Warum, erzählen wir in unserem Spaziergang in dieser Anlage. Und wir haben auch mit Zeitzeugen gesprochen, zum Beispiel mit dem letzten Mönch, der hier wirkte. Und er sagte, ja, schade, es liegt im Dornröschenschlaf. Und tatsächlich ist es ein Dornröschenschlaf. Wir sehen hier, wie sich die Natur breit macht. Wenn der Eigentümer seinen Besitz vergisst, dann ergreift die Natur Besitz. Einen Ausblick können wir nicht geben, denn dieses Kloster gehört einem großen Konzern. Und der Konzerninhaber ist im Februar verstorben. Es ist eine Frage, wie die Zukunft hier ausschaut, ob man dieses schöne Gelände, dieses Objekt vielleicht irgendwie entwickeln kann. Unser nächstes Thema ist die Innenpromenade und da haben wir einmal einen Blick geworfen auf die sogenannten Neulinge, die Stadträte, die Jungen, die nicht ganz so wild, aber sehr klug zum Beispiel dagegen kämpfen, dass wir an der Innenpromenade 1 Million Grab schaufeln, den Hochwasserschutz, der vielleicht dort nicht wirklich sein müsste. Das hängt auch mit dem Klimawandel zusammen. Wir wissen, dass die Grundpegel der Flüsse durch die Treibhauserhitzung der Erde ja eher sinken. Und dann blicken wir auch in die Nischen der Gesellschaft, wo wir selten Einblicke haben, in die Asylbewerberheime und sprechen auch dort mit Protagonisten, die uns erklären, dass das Leben dort nicht sehr einfach ist von Anfang an, nämlich zu viert in einem Zimmer zu wohnen und damit Kontaktsperre und Ausgangssperre, welche Herausforderungen es für diese Menschen gibt und warum es dort wirklich Stress gibt, das wir uns dann nur merken, wenn es eine Polizeimeldung gibt. Und dann haben wir noch ein sehr interessantes Gespräch mit einer Künstlerin geführt, Christiane Oettl. Es war für mich insofern verblüffend, als eine Vertreterin der Kunst und Kultur, die ja eigentlich schon seit über einem Jahr leidet, wie erfrischend ihre Perspektiven sind und wie sie sagt, nicht jammern, neue Ideen suchen. Und sie erklärt uns, wie sie ihren Weg durch die Pandemie schafft. Auch sehr spannend. Der neue Bürgerblick. Ich freue mich, dass wir immer mehr Abonnierende finden. Und ich hoffe, Sie finden genug spannenden Lesestoff. Und ich freue mich über alle Premium-Kunden, die uns besonders fördern. Vielen Dank.